So, eine Runde schlafen. How do you do? Zimmer für mich. Jupp, wieder das hier. Burghof abgeschlossen, sehr schön. Mehr Prestige, mehr Sicherheit, oder? Nur mehr Prestige, auch gut. Türme, südliche Ringmauer, westliche Bibliothek. Kaserne wäre mal nicht schlecht. Händlerstände. Das sind die ganzen Handwerkshallen, Übungsgelände, Irrgarten, macht Sicherheit. Waldlandpfade, Sicherheit und Prestige. Was bringt mir denn zurzeit am meisten? Das bringt mir alles nur hauptsächlich Prestige. Ich brauche aber auch Sicherheit. Ich nehme mal die Kaserne. So, das Geld habe ich ja. So. Dann werden wir als nächstes, also jetzt zum Markt gehen, Sachen verkaufen, dann zur Botschaft gehen, die Quest abschließen, dann noch mal kurz hier einen Blick hinwerfen. Prüfung von Durins, Rat der Zeit. Das war Kanna, Meister der Tiefe, die lange Jagd. Sagadi, das Klang der Todesfee ist das im Leuchtturm. Das ist Paleginas Quest. Ah ja, genau, das waren die Feuerfälle. Bronze unter dem See. Das ist alles Zeug für später. Die Vergessenen, das muss ich noch abschließen. Dann habe ich da nur noch Kopfgeldjägeraufgaben. Ja, wie lange braucht Kanna noch? 23 Stunden. Perikund. Verkaufen wir mal bei ihr Sachen. Zeig mir deine Ware. Du hast Schmuckstücke, Tränke, Schutzformeln. Ich würde allerdings gerne verkaufen. Enchantments. So. Was würde ich denn gerne verkaufen? Also erstmal wertlose Holzschilder und Zaurib-Waffen. Solche Schwerter, alles was gewöhnliches. Gute Arkebuse nicht. Dann das, was wir hier doppelt haben, würde ich gerne mal loswerden. So. Spaltbeil, Morgensterne, brauchen wir alles nicht. Guter Säbel, Stiletts, Schilde. Guter mittlerer Schild, guter kleiner Schild. Kleine Schilde brauchen wir gar nicht. So, den Rapier noch. Wir haben schon einen Haufen Kupferstücke wieder. Was ist das für ein Ring? Ring der Zauberei. Plus 2 Stufe 2 plus Eilstufe 4 Zauberanwendung. Der ist mal gekauft. Definitiv. So, rüstungsmäßig. Was habe ich da für eine Rüstung gerade weggegeben? X-er Mittelkleidung. Achso. So, die ganzen gewöhnlichen Rüstungsteile können weg. Gute Brigandine können bis auf eine auch alle weg. Genauso wie die Kettenrüstung, Lederrüstung. Roben können sowieso fast alle weg. Sonnenbrüde Kettenrüstung, guter Brusttarnisch. Ja, okay. Handeln. Und dieser Ring geht an Alof. Yes. So, jetzt hat Alof einen Stufe 2 Zauber und einen Stufe 4 Zauber mehr. Hey. Ah. Gut. Wo ist der nächste Ausgang? Da oben. Also Valianische Botschaft, Quest abgeben dort, beziehungsweise Aufgabe abgeben dort.
hier hin, genau. Dum dum dum. Ja, lad schon. Ja. Was ich gerade gucken wollte in der Festung. Durchschnittliches Abenteuer. Kupferstücke im Schatz, kleiner Gegenstand. Läuft in. Ja. Kanna wurde beauftragt. Wir sind 22 Stunden fertig. Ich hätte ihn auch einfach auszahlen können. Wäre schneller gegangen. Aber hey. Wofür die Eile? So, die valianische Botschaft war hier. Du bringst gute Neuigkeiten, hoffe ich. Ich habe mich mit dem Vergessenen getroffen, doch ist ja nicht ganz so, wie du es geplant hattest. Ach, du konntest also nichts über ihre Schmuggeleien in Erfahrung bringen? Es lief gut, bis sie bemerkten, dass ich nicht Bakusis Vertreter bin. Aha, ich bin froh, dass du überlebt hast. Reibt sie das Kinn. Ich hatte gehofft, dass ich diese Angelegenheit mit Raffinesse bereinigen könnte, aber was geschehen ist, ist geschehen. Ich weiß nicht, was das für Folgen haben könnte, aber das ist meine Sorge, nicht deine. Nimm diesen Edelstein als Lohn für deine Dienste. Leb wohl. Ein Edelstein. 5 Smaragde, sehr schön. Und ein Level Up für Sagani. Athletik bitte, du hast nämlich immer noch zu niedrige Athletik. Pfeilsinn. Fernkampfabwehr, stürmischer Flug, das könntest du auch. Verteidigungsbündnis. Sinn des Raubtieres. Schnellere Zielerfassung. Nee. Genauigkeit. Nö, ich glaube, sie nimmt Vorbereitung. Nee, halt, sie nimmt auch stürmischer Flug. So, sie kriegt auch den Bonus. Tierischer Kampfgefährte. Ja. Und damit dürfte unsere Gruppe eigentlich fit genug sein, um es mal mit dem Leuchtturm zu probieren. Weil ein Level scheint doch ein bisschen was auszumachen in dem Spiel. Was ich gut finde. Ondras Geschenk, genau da wollen wir hin. Ja, Kanna kann singen und gleichzeitig mit der Armbrust rumballern. Sehr toll, oder? Okay, Leuchtturm ist da drüben. But if your dukes ordered you to return home, the safety of the republics is being decided here. If I do what needs to be done, there'll be time enough to beg forgiveness when the dust settles. You must do what you feel is best. I understand. Ah, Sagani und Palegina hatten es über die Valianischen Republiken.
weil Regina nicht nach Hause sollte. So, erhöhen wir mal die Geschwindigkeit und gehen auf die Karte. Ich habe so das Gefühl, da sind wir schneller. Dumm. Auf jeden Fall haben wir schon ziemlich viel abgeschlossen wieder. Was ich gut finde. Wir sind auch auf dem besten Weg auf Stufe 8. Haben schon fast ein Viertel. Ja, im schnellen Modus gehen die ab wie Schmidts Katze. So, dann wollen wir da mal rein. Wir versuchen es wieder mit der Blockiertaktik. Blockadetaktik. Keep an eye out. Also wir gehen in das obere Zimmer hier und blockieren das. Und dann schicken wir nur Fenris vor. Der wird ja nachher zu mir zurückgeportet. So. Quick Save kurz machen. Hey. Nein, Edda nicht. Böser Edda. So, Fenris. Nähert sich der Tür und die Gegner sind alle noch versteinert. Take him down. Ach so, weil ich im Tarnmodus bin. Almost. Okay. Box die Schatten um. Wow, okay. Es sind nicht wenige. Und hinter Alok steht einer. Aber der ist schon mal weg. Warum brennt Palegina? Palegina ist in Raserei. Raserei. Okay, das wird irgendwie automatisch aktiviert. Auch gut. Du benutzt mal die Kugeln hier. Und ihr schießt einfach auf irgendwas. Super, Alof hat es gerade umgeboxt. Welcher Geist ist am schwersten verletzt, beziehungsweise welcher Schatten? Jawohl. Palegina, du heilst dich mal lieber selber. Du kannst mal versuchen, hier irgendwen umzuwerfen. Okay, die sind alle noch da vorne beschäftigt. Bis jetzt sieht es noch gut aus. Du kannst ruhig mal so einzaubern. Leuchtfeuer? Nee, ich will... Ah ja, genau das. Das war einigermaßen perfekt, denke ich mal. So, jetzt müssen die Geister hier mal weg. Au. Das war unser Heiler. Ja, erst die Schatten wegboxen, bitte. Fenris hält das noch gut aus.
Du kannst ruhig mal da hinten jetzt helfen.